Wir hoffen auf Spannung und begrüßen Sie herzlich hier im Stadion. Frank Buschmann und Andi Breukmann, Ihre beiden Kommentatoren. Favorit zu sein, das schmeichelt vielleicht, aber ist nicht immer leicht. Ja, und ich habe irgendwie so ein eigenartiges Gefühl heute, Mann. Ich glaube, wir können hier Zeugen einer Überraschung werden. Und das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Bender. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit drin. Die Nervosität ist bis hier oben zu spüren. Woodgate. Ivanovic. Sieht gefährlich aus. Ja, tolle Chance. Und jetzt bleiben sie doch noch hängen. Klasse abgeblockt. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Da gehört schon eine Menge Mut dazu, sich in diesen Ball hineinzuwerfen. Der Assistent zeigt an, abseits. Er attackiert ihn, er will den Ball. Schorch. Ein wunderschönes Zuspiel. Voller Einsatz gegen den Mann. Schiri überlegt noch kurz. Das könnte was werden. Das müssen wir nicht loben. Das ist Standard. Das unterschreibe ich. Erstmal geklärt. Niklas Bendtner. Muss Einwurf geben. Schorch. Neben den Kasten. Kampfsieger auf der Außenbahn. Niklas Bendtner. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Geht in den Gegner rein und hat den Ball. Ivanovic. Gestört hat er ihn, aber den Ball hat er nicht gekriegt. Wenn da das Schiedsrichtergespann nicht aufgepasst hätte. Der war ja frei, aber er stand im Abseits. Und die Fahne ist oben, abseits. Also da muss man Adlerauge haben, der Kollege. Ich vermag das nicht zu entscheiden. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Rangelow. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht.
Das war eine schöne Idee, der Steilpass, aber es hat nicht funktioniert. Ein sehr schöner Pass. Das ist es! Halbzeit. Es steht unentschieden. Eine vollkommen offene Partie. Das war zwar keine klasse Partie, aber wir haben guten Fußball gesehen. Absolut, allerdings noch mit relativ wenig Risiko. Da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Jetzt geht er fast an seine Auswechselgrenzen. Er bringt zwei neue auf einen Schlag, der Trainer. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Ivanovic. Der Schiedsrichter legt sich fest, es gibt Freistoß. Hünemeyer. Schorch. Kruska. Stark gemacht. Sie machen Druck. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Dann fällt er, der Führungstreffer. Ivanovic. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Also die Chance hat er vertan. Ivanovic. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Und da gibt es die rote Karte und das an dieser Stelle. Völlig überflüssig. Also da muss er natürlich überhaupt nicht reingehen. Da kann er sich aus dem Zweikampf raushalten. Ja, da muss es gelb geben. Ein wunderbarer Pass. Jetzt reinbringen. Da macht er fast eine Blutgrätsche im eigenen Strafraum. Wie dumm! Ein herrlicher Pass. Ein Packrisiko. Sie können ihn doch nicht so frei laufen lassen.
Aber die Schiedsrichter haben aufgepasst. Abseits. Oh, da müssen wir noch mal hinschauen. Hoppala, hoppala. Eine ganz, ganz enge Geschichte. Da geht es um Zentimeter. Es ist nicht mehr so lange zu spielen. Aber ich glaube, da geht noch eine Menge in diesem Spiel. Kruska. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. So sieht ein Pass aus. Ja, das könnte gefährlich werden. Unglaubliche Szenen spielen sich hier jetzt ab. Das Tor in letzter Sekunde, das zählt natürlich noch. Die meisten hatten das Stadion schon verlassen. Und trotzdem fällt jetzt hier noch der Treffer. Ich glaube, wir fangen besser noch nicht an, über Entscheidungen zu reden. Eine Vorentscheidung, sagen wir mal so. Jo, das ist spät und das müsste dieses Ding hier normalerweise die Entscheidung sein. Aber es ist unfassbar spannend. Da wird sich so mancher Fan auf der Tribüne gefragt haben, wieso sitze ich eigentlich hier? Aber jetzt wissen Sie es, der Bann ist gebrochen. Banovic. Ja, der Pass kommt an. Ja, gehalten zunächst. Ja, Manni, ich glaube, der Typ hat 1000 Hände. Unfassbar. Versucht, an den Ball heranzukommen. Und der kommt genau an. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Kruska. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Der Schiedsrichter hat die Begegnung abgepfiffen. Es war knapp. Das Endresultat 1:0. Unentschieden, habe ich gedacht. Ich hatte schon einen Strich drunter gemacht. Aber wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann funktioniert es eben in der Schlussphase noch. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann. Zwischen Cheerleadern und Quarterbacks, den man in die Tonne steckt. Nicht ein Tag, jahrelang. Dann in der Abschlussnacht ganz allein zum Ball gegangen. Doch wenn schon scheiße tanzen, dann so dass die ganze Welt es sieht.